schmeichelt fast. Schütze dein Gesicht vor dem hellen Tageslicht. Denk an nichts mehr, was die Seele traurig macht. Und höre nur noch die Musik der Nacht. Schließ die Augen und gib dich deine Sehnsucht hin. Wie weit fort vor dem Zweifeln und dem Tag. Schließ die Augen und schweb im Geist davon. Und verlier dich im Reich. Zärtlich dich durchdringen, löst dich von der Welt, die dein Herz gefangen hält. Widerstrebe nicht der unbekannten Macht, den dunklen Drängen der Musik der Nacht. Geh auf Reisen in eine andere Wirklichkeit, wo die Seele sich reinigt und befreit. Lass dich treiben, lass alles hinter dir. Denn erst dann wirst du ein Teil von mir. Komm, lass den Traum geschehen, versuche zu verstehen, welch zärtliche Musik in mir erwacht. Und such mit mir nach der Musik der Nacht. Nur allein mit dir.
Komm, du musst zurück. Die zwei Narren, die mein Theater führen, vermissen dich. Wie Pergament ist seine Haut. Ein schwarzes Loch und einen gleichen Nasenbein. Auch mit der hat seid auf der Hut, sonst fängt er euch mit seinem Zauberlasso ein. Wer den Mund nicht halten kann, der erlebt oft nach der Nacht nicht den Tag. Joseph Bücki denkt daran, was das Feuer seiner Augen vermag. Was für ein Niveau, da steht rätselhaft Primadonna Flo. Sonderbar, sagt die Polizei, es ist sonderbar, eine Gaunerei. Primadonna, mein Rubin, erst Carlotta, jetzt Christine. Trotzdem läuft der Vorverkauf. Klatsch, wiegt man mit Gold kaum auf. Die versetzt ein Ultimatum, zweite Besetzung ist verschollen.
Unsere Bühne wird leer, doch man schreit nach mehr. Opera, wozu noch dumm was Quali bringt Skandale, das ist alles, was sie wollen. Rücksichtslos, jeder sagt, ich gehe, es ist rücksichtslos. Lass das Schreien, André, der Reklamelärm ist doch wunderbar und umsonst sogar. Doch uns fehlt der Star. Doch das, was zählt, steht unterm Strich. Da, schau her, der ist für dich. Monsieur André, ich gratuliere. Christine kommt wirklich groß heraus. Seien Sie glücklich und froh, das Carlotta-Floh. Andererseits, beklagen Wett im Ganzen, war das Tanzen eine Schande für mein Haus. Monsieur Ferner, ich muss Sie mahnen. Ich warte noch auf mein Gehalt. Zahle Sie den Betrag noch am heutigen Tag. Übrigens, Schulden machen Feinde, sollen wir Freunde bleiben, regeln Sie das bald. Wer macht solche dummen Scherze? Wer meint, dass uns das entzückt? Unterschrieben, OG, Teufel, ich versteh. Opengeist, der Bursche möchte streiten. Will uns leiten und zensieren. Profitieren von der Kasse. Durch Erlasse uns belehren. Will uns stören und berauben. Nicht zu glauben, er ist offenbar verrückt. Sie, wer die Carlotta Hollandei, wo ist sie? Wer das wüsst, was soll der Brief dann? Ich finde diesen Scherz primitiv. Wir schrieben keinen. Bestimmt nicht. Hier keinesfalls. Dann ist sie nicht hier. Bestimmt nicht. Wir wissen nicht, Monsieur, die Wahrheit. Schrieben Sie an mich diesen Brief. Nun verraten Sie, was brät in dem Stief. Wie steht in dem Brief? Fürcht nicht um Christine Daae. Der Engel der Muse schützt sie, was auch geschieht. Versuche nicht, sie wiederzusehen. Wenn Sie das nicht geschrieben haben, wer dann? Wo ist er? Ach, wieder da. Wo ist er? Was ist denn jetzt? Ist er von Ihnen? Bestimmt nicht. Wieso von ihm? Wo ist er denn? Von mir nicht. Was ist hier los? Ich will es wissen. Schicken Sie an mich diesen Brief. Darf ich wissen, was ich angeblich schrieb? Für Sie geht die Zeit in diesem Haus zu Ende. Christine Daae tritt heute Abend an ihrer Stelle auf. Sollten Sie ihr den Platz nicht räumen, erwartet sie ein Geschenk. Langsam wird die Sache lästig und immer geht es um Christine. Seit wir da sind, wir dauert nur von dir. Christine ist wieder da. Damit denke ich, ist es Rätsels Lösung nah. Wo befindet sie sich nun? Sie ging nach Haus auf meinen Rat. Sie muss jetzt ruhen. Ich besuch sie. Nein, Monsieur, sie will allein sein. Tritt sie auf. Hier, da ist ein Brief. Lass mich lesen! Bitte. Meine Herren, ich habe Ihnen nun schon wiederholt auf liebenswürdigste Weise mitgeteilt, wie Sie mein Theater führen sollen. Sie haben meine Anweisungen missachtet. Ich gebe Ihnen nun eine allerletzte Chance. Christine Daae kehrt zurück zu euch. Weil ich es will, macht sie Karriere ab jetzt. Für die Inszenierung von Il Muto nehmen sie deshalb Carlotta als den Pagen. Die Gräfin wird mit Fräulein Daae besetzt. Die Rolle der Gräfin braucht Christine Daes Genie. Die Rolle Carlottas ist stumm und deshalb beinahe ideal für sie. Ich werde der Aufführung zusehen von meinem Stammplatz aus in Loge 5. Die reserviert bleiben wird für mich. Sollten diese Befehle nicht befolgt werden, geschieht ein unvorstellbares Unglück. Ich verbleibe, meine Herren, als Ihr ergebener Diener, O.G.
Christine, Christine, Christine! Was tun wir jetzt? Alles zum Vater von Christine! Total verrückt! Aber er liebt sie! Ach, wie ist das zu glauben? Signora! Wir enden gar nicht in Dora! Sie sind besser und sollen bleiben, Signora! Der Mann ist er, niemand befiehlt uns! Er spielt die stumme Rolle des Pagen! Christine Dahe. Carlotta spielt die Gräfin, nur sie. Sie können froh sein. So schwer ist und will ich's nur. Signora, nein, die Welt will sie. Prima Donna, was wären wir ohne sie? Das Licht geht aus im Opernhaus, wenn sie schweigen. Vor ihrer Kunst geht die Welt in die Knie. Tausende, die sich verneigen. Prima Donna, sie dürfen jetzt nicht gehen, man will sie sehen, die Menschen stehen vorm Theater.